Andi, reibst du deinen Körper mit Sonnenmilch ein, ne? Stellt er auch jede Funktion ein, weil er denkt, es ist die letzte Salbung. Die Saison ist zu Ende. Never ending story. HSV. Im Fanshop beim HSV gibt es jetzt so eine Sonnenbrille nur mit Gläsern. Die ist irgendwie der Rest vom Verein, ne? Fassungslos. Jetzt geht's in die 6. Saison, 2. Liga für den HSV. Im Volkspark kannst du demnächst eine Langzeit-Doku drehen über die Wiederauferstehung der Dinosaurier. Hätte in Heidenheim nicht 12 Minuten wäre, ja, wäre ich der Konjunktiv, hätte ich auch mehr Würde. Oh, jetzt geht's mit Vollgas in Liga 1, ne? Mit dem Walter als Trainer, mit einem Spielsystem, ne? Harakiri ohne Abwehr. Wie das dann komplett endet, sehe ich hier jedes Mal. Ne, Stefan, vorm Tor bist du auch wie so ein Streichholz. Das fackelt auch nicht lang. Christian, du bist tätowiert, ne? Da kannst du ja die Sticheleien vom Gegner ertragen, ne? Ja, beim FC Bayern startet der Wiederaufbau mit Hoeneß und Rummenigge. Die beiden, die sitzen abends auch bei einer Zigarre da und denken sich, oh, wir beide sind jetzt schon so lange im Verein. Ich weiß gar nicht, wer von uns beiden mittlerweile den schlechteren Einfluss auf den Verein hat. Aber die neue märchenhafte Saison beginnt mit Thomas Tuchel und die 7 Streichkandidaten. Sané, Mané, Gnabry, Bonassar, Sabitzer, Nübel und Pavard. Und neu auf dem bayerischen Speiseplan steht Declan Rice. Für 80 Millionen Euro Marktwert. Ist aber möglich, hat der FC Bayer gesagt. Ich glaube, der Tuchel, der wird auf dem Transfermarkt agieren wie so ein Gerichtsvollzieher. Der will auch alles haben, was er sieht. Patrick, du warst gestern so voll, ne? Du hast in die Mannschaftswaschmaschine Zucker reingeschmissen, weil du Zucker machen wolltest. Nee, hat übrigens nicht geklappt. Hermann, schmierst du deinen 6-jährigen Neffen, hör doch mal mit Sonnenmilch ein, wälzt ihn dann im Sand und rufst, Kinderschnitzel ist fertig, dann knallt's. Ja, und in Gladbach beginnt der neue Zirkus mit Firkus, ne? Nach Hütter und Farke, beide 3 Jahresverträge immer am Ende des Jahres aufgelöst, ne, kommt jetzt CEO Arne. Ah ne, hier, CEO Arne. Hat ja Bayer Leverkusen, ne, direkt in der ersten Saison mit 80 Toren in die Champions League gebracht. Ja. Helfen soll dann Niklas Schmadtke, 34 Jahre alt. Also nicht im Tor, ne? Der sportliche Leiter. Klar, mit 34 hast du ja in dem Bereich auch 21 Jahre Berufserfahrung. Das knallt durch. Ich sag mal, so klappt das nicht. Dann wird die Sonne für den Firkus nicht mehr so doll scheinen. Ne? Da muss der sich in sein Büro so eine mittelmäßige Sonnenbank reinknallen. Ein Solarium. Aki, du darfst bei Vollmond, ne, auch nicht mehr am Strand spazieren gehen, weil die Gezeiten störst. Ach ja, Champions League-Finale ist ja auch noch am Samstag. Ne? Man City gegen Inter Mailand und Erling Haaland. 36 Buden mit 22 Jahren in der Premier League in einer Saison. Absoluter Rekord. Jetzt kann der Erling für musikalisches Weltwunder sorgen. Und zwar die zwei Brüder, ne, von Oasis hier. Die sind absolute Haaland-Fans. Und der Haaland meinte, vielleicht brauchen die nur so einen norwegischen Friedenstaube, ne, die die Band mal wieder zusammenführt. Ja, mit Stefan Ortega hat Manchester auf jeden Fall im Tor schon mal die Wonderwall. Ich habe mir gerade überlegt, ne, wenn RB Leipzig in den nächsten Jahren die Champions League gewinnen sollte, da kannst du nur hoffen, dass Modern Talking keine Kevin Campbell-Fans sind. Kevin! Boah, der ist so hohl. Der glaubt wirklich, Postboten machen nur Urlaub in Porto. Ah, die Saison ins... Hermann! Schmierst du doch mal dein 6-jährigen Neffen mit Sonnenmilch ein. Wälz den in Sand. Genau nochmal. Und neu auf dem bayerischen